Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Stoppenbach am Sonntag. Sonntag. Ich habe vorher Samstag gesagt, es ist Sonntag. Meine Güte. So, aber wir sind fertig mit dem, wie heißt es? Mit dem Zetern. So, und wir werden jetzt die Maschinen verkaufen. Bevor ich jetzt wieder auf andere dumme Gedanken komme, werde ich jetzt erstmal Maschinen verkaufen. Und dann müssen wir Schwaden. Schwaden oder Schwadern? Weiß ich nicht genau. Eins vorbei auf alle Fälle. Guck mal, wie das genau hier reinpasst. Ist ja Wahnsinn, du. So. Dann werden wir jetzt vorne den Zeder mitnehmen. Und hinten dann das Grober-Dingens. Das kommt weg. Weg. Ist nicht jedermanns Einverständnis, ist mir vollkommen klar. Aber man muss auch manchmal was machen, was nicht jedem gefällt. Kann der das ziehen? Ja, ne? Boah, bin ich gerade so reingekommen, ne? Krass. Das Mediengewicht hier ist noch rum. Geil. Ladewagen? Ja, Ladewagen weiß ich nicht, ob wir den noch brauchen. Also, ich glaube schon, dass wir den noch brauchen. Deswegen würde ich ihn erstmal lassen. Weil auch in den Kommentaren geschrieben wurde, ich kann so einen Ladewagen auch verkaufen. Den würde ich tatsächlich noch lassen. Weil da bin ich noch nicht ganz sicher. Was wir noch verkaufen müssen, ist die kleine Sämaschine, ne? Die habe ich nicht vergessen, aber das habe ich. Muss ich noch machen. Alter, was ein Riesending, ey. Okay, so. Verkaufen. Weg. So, okay. Sind schon mal 88.000. Plus die kleine Sämaschine, die kommt jetzt auch noch weg. Ne? Das kostet alles nur Unterhaltskosten und braucht kein Mensch mehr. So, wo steht die drin? Die steht hier drin, okay. Ah, wir können den kleinen Pflug noch verkaufen. Ah, den wollte ich ja nicht für die Ecken behalten, ne? Aber das hat sich jetzt nicht mehr ergeben, deswegen weg. Heute ist das gut. Den Pflug habe ich vergessen, siehst du? Sheesh. Naja, egal. So, warte mal, ich muss ja kurz irgendwie gucken, dass ich irgendwie drehen kann. So. Okay. Aber weißt du was? Wir können doch einfach das andere Tor aufmachen. Das wäre doch hier wie Luxus und so, ne? So. Wir haben doch so viele Rolltore hier. Meine Güte. Oh, das Ding hat gewackelt. So. Jetzt haben wir es aber, oder? Oh, wow. Muss ich jetzt hier rumfahren? Oh, kommt noch nicht. Ah, ich kann mal hier drehen, ne? Das müsste funktionieren. Müsste hier drehen können, warte. What? Musst du sogar Allrad machen, damit du im Hof hin und her fahren kannst, ne? Ist ja so, ne, doch. So, einmal hier rein. Dann machen wir das vordere Ding erstmal weg. Rückwärtsgang rein. Wir werden jetzt nichts kaufen, ne? Das ist eigentlich auch ein seltenes Gefühl. Zum Händler zu fahren und nichts mitzunehmen, das ist eigentlich auch wirklich selten. So, weg. 12.000, guckt mal das dann hier, ist ja Wahnsinn. Und nochmal 13.000, ja läuft. So, okay, lass mal den kurz stehen. Jetzt muss ich mal kurz gucken gehen. So, dich glaube ich muss ich wieder, oh. So. Da ist kein Dünger mehr drin. Oh, das ist schlecht. Da oben steht er. Aber ich glaube, wir brauchen Sachen. Wir müssen den wieder auffüllen gehen, ne? Eieiei, das müssen wir gleich machen. Das müssen wir gleich machen, weil das Gerät muss immer einsatzbereit sein. Immer. Ja. Achso, muss ich vielleicht das wechseln hinten? Warte. Ja, muss ich wechseln.
Immer noch zu weit weg? Ernsthaft? Ich bin zu nah wahrscheinlich sogar, ne? Das ist immer so eine kleine Wissenschaft, aber... Jetzt aber. Es funktioniert. Das war's schon? Okay, cool. So, dann lass mal... Ah, schon wieder falscher Knopf. Lass mal den gleich auffüllen gehen. Das muss jetzt sein, weil das Ding muss laufen. Da geht nichts dran vorbei. Das Ding muss einfach funktionieren. So, haben wir im Hof noch ein bisschen was rumstehen? Aber ich glaube nicht. Da steht der Wagen. Da steht das hier. Okay. Dann fahren wir nochmal hoch zum Händler. Da müsste noch ein Big Mac rumstehen. Ah, jetzt habe ich genau den Johnny im Weg gestellt, ne? Glaube ich. Oh. So, und ich habe natürlich eure Kommentare wieder gelesen. Und da stand teilweise drin, ich soll mal gucken, was die Göwald kostet. Weil vielleicht kann man sich die Göwald kaufen. Was ja prinzipiell auch keine so schlechte Idee wäre, ne? Das muss man jetzt einfach mal sagen. Müssen wir mal gucken, dass der Wagen hier voll wird. Ja. Nochmal zwei Big Bags Saatgut und mindestens fünf vor den Dünger hier. Kein Platz mehr? Achso. Das ist schon mal voll, das ist sehr gut. Das heißt, da brauchen wir noch drei von den Dingern. Aber das sind Peanuts unter Anführungszeichen, ne? Also, die Kohle müssen wir auf alle Fälle haben. So, da sind wir voll. Sehr schön. Okay, dann bringen wir den wieder zurück. Das ist halt genauso, was ich gesagt habe mit Wendig, ne? Guck mal, wie der rumkommt hier. Gar kein Problem. So, wir werden jetzt aber oben rum, oder? Oben rum? Ja, ich glaube, wir fahren oben rum. Wir wollten nämlich nochmal nachschauen, ob wir das Feld hier links auch gesät haben. Ich glaube nämlich, das haben wir vergessen. Ich glaube, das haben wir... Ja, das glaube ich, haben wir vergessen. Das ist gegrubbert, aber nicht gesät. Schade. Das hier links ist gesät. Das hier vorne links ist auch gesät. Dann hier rechts wurde bereits gesät. Alles voller Mais. Achso, da war gar nicht Probleme. Ich hab gedacht, da war irgendwie Probleme, aber hat sich wohl wieder gefangen. Okay, cool. So, das ist auch... Oh! Das ist auch unsere Wiese, die habe ich vergessen. Ja, egal. Das ist eigentlich auch unser... Was hat er hier gemacht? Einen Donut angezogen oder was? Gut, egal. Egal. Der macht seinen Job super. Also ich bin immer noch sprachlos, ne? Wie das einwandfrei funktioniert hier. Obwohl die Felder nicht sehr helferfreundlich sind. Das muss ich auch mal so sagen. Aber es läuft. So. Jetzt wird der Schwader dran gehangen. Und wir werden vorne auch das Minion-Gewicht dranhängen, weil ich finde das irgendwie cool. Den Drescher können wir natürlich auch noch verkaufen, ne? Drescher können wir eigentlich auch noch verkaufen. Das stimmt eigentlich, Werner. Jetzt habe ich mal eine andere Frage. Vielleicht machen wir noch eine Planänderung. Wir werden auf alle Fälle, weil ich habe nämlich noch was im Kopf, ne? Aber der hier, den haben wir doch gehabt, ne? 221.000. Wenn wir uns den kaufen können, weil mit dem Geld, was wir durch den Mais verdienen, können wir uns auf alle Fälle auch die Angelegenheit mit den können wir uns auf alle Fälle mit den ganzen Ballen, die wir da rausbekommen, oder mit den ganzen Silageballen, die wir verkaufen können dann, was daraus entsteht, können wir uns auf alle Fälle dann auch einen Drescher kaufen, glaube ich. Damit wir, dann haben wir sogar zwei Geräte gekauft. Was ja auch nicht verkehrt wäre. So, balla. Egal, wir machen jetzt erstmal eine Sache und dann die andere Sache. Wir müssen theoretisch diese Folge fertig werden, was sehr, sehr schwierig wird. Sehr, sehr schwierig wird. Damit wir heute noch die Heu-Pellets verkaufen könnten. Ne?
So, mach mal auf den Stuhl hier. Den kleinen. Also wir sind halt schon... gut, wir können halt gar nicht fertig machen. Ja, das geht gar nicht. Weil ich habe kein Gerät oder keinen Traktor frei, mit dem ich die Pellets pressen könnte. Weil die zwei großen Schlepper sind im Einsatz. Wir könnten vielleicht gucken, ob irgendwas, entweder die Sämaschine oder der... Sämaschine oder der andere, der Gruber, ob wir das mit dem Fendt machen könnten. Aber sicher bin ich mir nicht. Wir müssen noch ein bisschen weiter raus. Ja... Autosave? Guck mal, wer der Mine guckt. Ich will nicht ins Wasser. Mutti! So. Wir müssen jetzt mal auch so rumfahren. Alter, ist das ein großes Gerät, ne? Krass. Das ist krass, Dude. Das ist krass. So, wir werden jetzt hier mal so eine Runde drehen. Ja, so. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Krass, dass es auf Anhieb funktioniert hat. So, okay. Wir müssen nochmal zurückschieben, weil da hinten fehlt noch ein kleines Stückchen. Oh. Alter, das muss ich anders machen. Gar nicht so einfach zum Rückwärtsfahren, weil der reagiert auf jede Kleinigkeit. Aber ja, es geht. Alter Schwede. So. Alles mitnehmen? Ja, sehr schön. Dann nehmen wir das auch auf den Schwart hier mit. Komm. Okay. Gut, dann machen wir ganz kurz aus. Fahren rum. Ich hoffe, es geht sich aus, dass wir nicht irgendwo anecken, aber das müsste passen. Oh, der Xerion schon wieder, ne? Der Xerion. So. Läuft. Gar kein Problem. Wir haben das alles im Griff. Ich glaube, die beste Taktik ist, die ich jetzt immer schon verfolge. Zuerst einmal außen rum und dann in der Mitte weitermachen. Aber wir müssen trotzdem kurz zum Serien gucken, weil das Ding muss laufen. Da unten steht er. Was ist das Problem? Guck mal links oben. Saatgut? Nee. Serien hat kein Dünger mehr. Das heißt, wir müssen umschalten hier. Wir müssen da umschalten und müssen vorne zum Fass ranfahren. Weil 61% Körnermais hat er noch drin, aber wie gesagt, kein Dünger mehr. Sehr schön. Alter, gehen fast 1000, über 1000, fast genau 1000 Liter rein, ne? Das ist krass. So, weiter geht's, weiter geht's. War nur eine kleine Unterbrechung, alles gut. Alles gut. Zum Thema Gras für die Schafe, ne? Wir haben noch sehr viel Gras, also wir haben noch einige Grasballen oben liegen, die würden noch reichen tatsächlich bei den Schafen. Weil auch ein paar geschrieben haben, ja, du musst doch auch um die Schafe kümmern. Schafe geht's gut. Also Wasser, kein Problem. Grasballen sind noch genug vor Ort. Passt. Also da müssen wir nicht an die Seite legen oder irgendwas. Das ist alles schon geplant und bereits vor Ort. Wenn wir was füttern müssten, haben wir noch genug Zeug oben liegen. Gar kein Problem. Und wenn es ausgehen sollte, kommt immer noch der nächste Schnitt, sag ich mal, wo wir immer noch ein bisschen Gras an die Seite legen können. Und sonst haben wir immer noch das Feld 76, wo noch Gras drauf liegt, was ich nicht gemäht habe. Habe ich vergessen. Aber gut, ist ja nicht so schlimm. Sieht doch gar nicht so schlecht aus, ne? So, machen wir das nochmal so hier. Haben wir auch einen schönen Schwarz am Anfang.
Okay, hoch und aus. So, und jetzt werden wir mal Bahn fahren hier. Also nicht Bahn, sondern Bahnen. So muss ich es formulieren. Ich glaube, der große Schwader war schon eine gute Idee. Natürlich gibt es immer größere und so weiter, aber da werden wir heute auf alle Fälle noch fertig. Aber erst in der fünften und letzten Folge, denn wir sind für diese vierte Folge schon wieder fertig. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns, wenn ihr möchtet, um ca. 18 Uhr zu einer weiteren Folge hier auf der Stammbach. Bis später, macht es gut. Ciao, ciao.